Reifen mit einer anmontierten Bandschleifmaschine. Nanu, was ist da denn los? Ach ja, natürlich. Das ist ja das Traumarbeitstempo von Direktor Kiso. Das ist eine halbautomatische Karussellfräse, bei der man nur ein- und ausspannen braucht. Diese Kehlmaschine bearbeitet in einem Arbeitsgang alle vier Seiten und mit einem fünften Motor ein Profil. Rechts die rohe Kantel, links das fertige Stück. Langlochbohrmaschine, rechts einspannen, links bohren, links einspannen, rechts bohren. Ablängen von Couchtisch Schaftteilen an einer Abkürzsäge. Dort, wo die vier Zapfen der Tischbeine in die Platte einfassen, müssen vier Langlöcher gebohrt werden. In diesem Zweck ist diese Maschine entwickelt worden, die gleichzeitig zwei gegenüberliegende Löcher bohrt. Immer wieder muss der Meister kontrollieren. Sehen Sie diese vielen Absaugrohre. Sie sind für die Hobelspäne. Genauso viele Fräsköpfe wie Rohre hat diese Maschine. Mit ihr wird gezapft, genudet und geschlitzt. Daher Zapfen-, Schneid- und Schlitzmaschine. Schwierige Plattenprofile, die man an der vorhin gezeigten automatischen Plattenfräse nicht fräsen kann, müssen mit der Hand an der Tischfräse bearbeitet werden. Sicherlich hat Ihnen das Winkelanschneiden der Leisten beim Basteln eines Bilderrahmens schon viel Kopfzerbrechen gemacht. So geht's einfacher. Jede Platte muss eine schöne, glatte oder geschliffene Oberfläche haben. Hierzu dient diese Putzkasten- oder Ziehklingenmaschine. Diese Verzierungen fräst der Bohrer der Oberfräse mit 18 bis 24.000 Touren pro Minute. Zinkenfräse einschleudern für eine Lampensäule. Die Kanten dieser herzförmigen Clubtischplatte müssen vor der Feinbearbeitung an der Tischfräse mit der Bandsäge grob vorgeschnitten werden, und zwar freihändig nach der untergelegten Modellplatte. Stimmt, das ist Schlossermeister Britze, der dem Meister der Rohbearbeitung Karl Fischer einen neuen Drechslerautomaten vorführt. Gut, nicht wahr? Zum Pressen gebogener Furnierplatten oder Klappen verwendet man neuerdings Hochfrequenzaggregate, an die schwere Pressen angeschlossen sind. Der Hochfrequenzstrom bindet den Leim in 20 bis 150 Sekunden ab. Hier sehen wir eine Widerstandsheizungspresse. In sie legt man ein mit Leim benetztes, dünnes Stück Furnier ein, darauf die rechteckigen Platten und wiederum ein Stück geleimten Furnierstreifen. Anschließend schließen und heizen der Metallbänder. Die Kanten müssen geschliffen werden in dieser oszillierenden Schubkastenschleifmaschine. Alle gebogenen Teile sowie Massivstücke schleift man mit Hilfe der Bürsten oder der pneumatischen Schleifmaschinen. Kanten von Couchtischplatten
Mit einfacheren Profilen können an dieser Profilbandschleifmaschine geglättet werden. Fertig bearbeitet wandern nun alle Einzelteile zum Teillager. Von dort werden sie in größeren Stückzahlen zum Zusammenbau zur gegebenen Zeit abgerufen. Die mit der Hand lose eingeklopften Tischbeine werden bündig in die Platte eingepresst, das Übrige besorgt der Druckzylinder. Ein seitlich liegender Zylinder drückt Tischbeine mit dem Boden zusammen, während eine Spezialpressluftzange die patentierte Ilse Bodenträgerklammer in den Boden eindrückt. Der Beiz- oder Färbevorgang liegt vor der Kanaltrocknung, die dieses Bild zeigt. An langen Fließbändern wird mehrfach geschliffen und Lack aufgespritzt. Die trockenen Flächen sehen nach dem Spritzen so aus. Nein, in diesem Traumarbeitstempo kann das Fließband leider nicht laufen. Es geht schon etwas langsamer. Endlich ist unser Möbelstück abnahmefertig. Es kann verpackt und zum Versandlager gebracht werden. Das Einstapeln dort erleichtert wiederum ein Fließband. Der Verlademeister etikettiert bei erteilten Aufträgen jedes einzelne Möbelstück so, wie man es bei der Eisenbahn auch macht. Über die Verladerampen wandern die mehrfach kontrollierten Teile in Trambusse, Bahnmöbelwagen und sonstige Transportfahrzeuge. Die Verladepapiere, Lieferscheine, Frachtbriefe und überhaupt den ganzen Bürokratismus erledigt man hier im Büro. Der Bus ist voll, die Papiere sind fertig, der Tank ist voll Öl und Fahrer und Beifahrer können die Reise antreten in irgendeine Himmelsrichtung des Bundesgebietes. Hier deine Papiere, Hofmeister, und nun gute Fahrt, kommt gesund und bald wieder nach Hause. Glauben Sie bitte nicht, dass diese Omnibusse im Kreis herumfahren. Es sind wirklich so viel. Nicht nur mit Straßenfahrzeugen, sondern vor allem auch auf dem Schienenwege verlassen die Möbel das Werk. Hier gleich ein ganzer Güterzug. In der Hochsaison vor Weihnachten, im Besonderen von September bis Dezember, sind es oft bis zu 15 Waggons in 24 Stunden. Zur Erhaltung des ausgedehnten Maschinen- und Fahrzeugparkes sind stark besetzte Reparaturwerkstätten notwendig. Alle Handwerksbranchen sind vertreten. Schmiede, Sägenschärferei, Schlosserei, Klempnerei und so weiter. In der Schlosserei stehen komplizierte Drehbänke und wichtig ist in diesen Abteilungen eine gründliche Lehrlingsausbildung. Den Werkstätten übergeordnet sind die Modell- und Lehrenbauabteilungen, in denen jede einzelne Lehre durchgesprochen und gezeichnet werden muss. In Zeichen- und Konstruktionsbüros entstehen die Entwürfe für die zu produzierenden Klein- und Einzelmöbel. Tausende von Telefongesprächen werden innerhalb eines Jahres geführt. Ein Kunde ruft an und verlangt den Verkaufsdirektor zur Erteilung eines größeren Auftrages. Anhand einer peinlich genau geführten Vorratskartei der mehreren hundert Möbelmodelle kann sofort festgestellt werden, was auf dem Fertiglager greifbar oder in Kürze aus der Produktion zu erwarten ist. In den Verkaufsabteilungen werden die ankommenden Aufträge geprüft, Rabattsätze des Auftraggebers ermittelt
und die Korrespondenz auf Spezialwünsche und sonstige Abmachungen durchgesehen. In immer wieder erforderlichen Besprechungen legt der Verkaufsprokurist mit den Abteilungsleitern Vertreterbezirke fest und klärt kaufmännische und Versandprobleme. Den an das moderne Fernschreibsystem angeschlossenen Kunden wird auf diesem Wege der mögliche Versandtag der in Auftrag gegebenen Teile durchgegeben. Oder sie erhalten eine Postkarte, die auf ein neuzeitliches Diktaphon übertragen wurde. Die in der Verkaufsabteilung vorbereiteten Aufträge kommen zur Ziehkartei der Hollerit-Abteilung. Dort werden je eine rechteckige Hollerit-Karte für Name, Ort und Station des Kunden sowie für die verschiedenen Möbelmodelle gezogen und zur Locherei gegeben. In der Locherei werden die Buchstaben dieser Daten durch kleine, einzustanzende rechteckige Löcher ersetzt. Flink, was? Die so gelochten vielen, vielen tausend Namens-, Orts-, Stations- und Möbelkarten müssen zueinander sortiert werden und das besorgt dieser Roboter mit 20.000 Stück in der Stunde. Die säuberlich kundenweise zusammensortierten Karten werden in diese große vollautomatische Alphabetiermaschine eingelegt. Eine weitere Menschenkraft außer einer Kontrolle durch den Leiter oder die Stellvertreterin der Hollerit-Abteilung ist nicht erforderlich. Das Schreiben der Rechnungen oder Auftragsbestätigungen geht nun von ganz allein. Jeder dieser senkrechten Stäbe hat von oben bis unten das komplette Alphabet und Zahlen von 0 bis 9 eingraviert. Das Rechnungsoriginal geht zum Kunden, eine Kopie bleibt in der Buchhaltung, damit der Kunde für den Betrag des empfangenen Möbelstückes auf seiner Kontokarte belastet werden kann. Viel, sehr viel muss getan werden in der Kundenwerbung, um 2000 und mehr Menschen beschäftigen zu können. Dem kaufmännischen Direktor steht für das gesamte Werbematerial eine Werbeassistentin zur Verfügung. Hier die drei Hauptkataloge der Einzelmöbelfertigung und links und rechts die beiden Broschüren der Radioabteilung. Rekordmöbelkatalog. Der große Hauptkatalog für Einzel- und Kleinmöbel in Antik und Modern. Ein dritter Katalog zeigt Verwandlungstische. 85 und 50 Tage, unfallfrei, waren vor kurzem Werk 2 und Werk 3. Eine stolze Zahl, nicht wahr? Jeden Mittwoch wird die neue Unfallkampfparole mit Hinweis, vorsichtig zu sein, bekannt gegeben, um Leben und Gesundheit zu schonen. Mein Gott, was ist denn da passiert? Da brennt's ja! Feuer, Feuer! Ein Kübel Lackreste in der Nähe des Schwimmbades hat sich selbst entzündet. Mein Gott, hoffentlich brennt das Möbellager nicht an. Gott sei Dank, da kommen die Ersten von der Freiwilligen Werksfeuerwehr. Drei Feuerspritzen stehen zur Verfügung. Schlauchwagen. Komplette Ausrüstungen. Hoffentlich hat Oberbrandmeister Wolf bald die Motorspitze zum Einsatz bereit. Maschine heraus. Rohre her. Rohre verlegen, Motor anwerfen. Gott sei Dank, der Motor springt an. Sehen Sie den Kanister, den der Feuerwehrmann auf dem Buckel hat? Das ist ein Schaumlöschgerät. Bitte achten Sie einmal auf das Kommando, wenn es zum Einsatz kommt. Wenn der Einsatzbefehl erteilt wird, sprüht aus dem Kanister Trockenpulver in das Stahlrohr und mischt sich mit dem ankommenden Wasser zu einem sauerstoffabdeckenden weißen Schaum. Ist es nicht erstaunlich, dass trotz Einsatzes von 3 Schläuchen das Feuer eines kleinen Kanisters mit Lackabfällen nicht schnell gelöscht werden kann?
Einsatz einer vierten Leitung. Das Feuer ist gelöscht. Auf eine solch einsatzfreudige und schnell arbeitende Feuerlöschtruppe kann die Firma stolz sein. Hier ein Beweis ihres hohen Ausbildungsstandes. Im dritten Jahr der Wettkämpfe gewann die Ilse-Werks-Feuerwehr mit 413 Punkten den großen Wanderpreis. Schichtende, aus ist's mit der Arbeit. Am Haupteingang wird abgestempelt und jeder ist froh, nach getaner Arbeit nach Hause zu Frau und Kindern zu kommen. Fahrräder und Motorräder werden aus dem Fahrzeughof geholt. Und auf geht's mit Vollgas Richtung Hause. Das geht zu wie auf dem Eileriederrennen. Nun, auch mit dem Tretomobil kommen Sie in die umliegenden Ortschaften bis zu 15 Kilometern. Übrigens 60% der Belegschaft sind nicht aus Uslar. Sind Sie nicht schmuck, die Eigenheime in der Ilse-Siedlung mit einem kleinen Garten, vielen Obstbäumen in herrlich ruhiger Lage? Circa 300 Werkswohnungen haben die Ilse-Werke im Laufe der Jahre gebaut und ihren Belegschaftsmitgliedern zur Verfügung gestellt. Wissen Sie eigentlich, wo Georg Ilse 1890 mit seiner Familie wohnte? Hier in diesem Hause in der kurzen Straße. Inhaber und Prokuristen versammeln sich aus diesem festlichen Anlass am Gedenkstein vor dem Verwaltungsgebäude des Hauptwerkes, um dankbar jenes Mannes zu gedenken, der die Ilse Möbelwerke im Jahre 1890 gründete. Der Ilse Spielmanns- und Musikzug marschierte auf zum Ständchen anlässlich des 90. Geburtstages. Ein letzter Blick auf Werk 3 und die Stadt Uslar. Wir sind am Ende der Besichtigung der drei Ilse-Werke und wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir möchten uns nicht verabschieden, bevor wir allen, die an der Gestaltung dieses Unterhaltungs- und Dokumentarfilmes mitgewirkt haben, unseren herzlichen Dank ausgesprochen haben. Auf Wiedersehen und Wiederhören beim nächsten Mal.